Ja. Einen schönen guten Abend. Lebt aber Vecir. Ich lese aus meinem Roman, ganz aus dem Schlussteil, eine an und für sich unendliche Geschichte, die sich bis zum heutigen Tag immer wieder wiederholt in Kärnten, leider. Ich beginne nach dem Tod des Vaters. Wie ich in Vaters Nachkästchen das Lagerbuch meiner Großmutter finde. In Vaters Nachtkästchen, in dem auch seine ausgediente Klarinette liegt, finde ich Mitzis blaues Liederheft und darunter verwahrt das rote fleckige Lagerbuch meiner Großmutter. Ich beginne in Großmutters Lagerbuch zu lesen, das ich als Kind oft in Händen hielt. Erinnerungen an Großmutters Kammer werden wach, Erinnerungen an das besondere, milchige Licht, das das Unbegreifliche, von dem sie mir erzählte, in viele Augenblicke von Nähe auflöste, die in der Luft zirkulierten wie feiner Staub und eine Nacht später schon auf den Gegenständen liegen geblieben waren, als ob nichts sie je aufgewühlt hätte. Großmutter schreibt anfangs in einer gefassten Schrift, ihre Wörter sind unbeholfen, nicht für das Aufschreiben gedacht, sondern für das Erzählen. Obwohl sie kaum schreiben konnte, die Sätze weder orthografisch noch syntaktisch korrekt sind, muss sie überzeugt gewesen sein, dass sie ihre Geschichte festhalten müsse. Je bilo otorg, opoldne, 12. Oktober, je ločitev od hiše in od temalih sinov Tonček in Zdravko, to je bilo hudo za mene, ker jaz nisem kriva nič. Es war Dienstagmittag, 12. Oktober, da war die Trennung vom Haus und von den kleinen Söhnen Tonček und Zdravko, das war schlimm für mich, weil ich hab keine Schuld, schreibt Großmutter. Sie sei für 2 Stunden im Gefängnis von Eisenkappel festgehalten worden, dann ging es weiter nach Klagenfurt. Nach 3 Wochen, am 2. November um 6 Uhr in der Früh, von Klagenfurt nach Maribor. Es war wunderbar, Chudovito, schreibt sie, wie uns die Kinder auf der Straße anspuckten und fürchterlich schrien. In Maribor habe man ihnen noch ein Abendessen gegeben, Rüben und Kartoffeln. Um 3 Uhr in der Früh habe es einen guten Kaffee und ein gutes Brot gegeben. Eine Scheibe Brot, ein wenig Topfen und einen Löffel Marmelade konnte man als Proviant auf die Reise nach Wien mitnehmen. In Wien, wenn, schreibt Großmutter, habe sie auf dem Zementboden schlafen müssen. Das Essen sei schlecht gewesen, es habe nur Kartoffelsuppe gegeben, aber keinen Löffel. Sie habe mit dem Finger die Kartoffelstücke aus der Suppe schieben müssen. Nach 10 Tagen ging es weiter nach Prag. Prag, schreibt Großmutter. Da seien sie von Wanzen geplagt worden, das Essen sei schlecht gewesen, kein Abendessen, am Morgen nur wenig Kaffee, dann weiter und weiter, ohne Essen, ohne Wasser, nach Berlin. Eine Nacht und einen Tag habe man sie ohne Essen gelassen. Da war noch gut, dass sie erkrankt war und wegen der Halsschmerzen nicht schlucken konnte. Dann ging es weiter nach Ravensbrück, da sei es sonderbar gewesen, notiert sie, der Mensch ist kein Tier. Für das, was in der folgenden Zeit Trauriges geschehen sollte, wie sie vermerkt, fehlen ihr die Worte. Sie benötigt für 1,5 Jahre Konzentrationslager nur 3 kleine Seiten, dann schreibt sie Reija, die Reise, am 28. April und meint den Beginn der Irrfahrt, die sie Monate später nach Lepena brachte. Ich lege die Fotos, die sie mir vererbt hat, auf meinen Schreibtisch. Großmutters Gefühle drängen in ihren jungen Jahren nach außen. Sie blickt mit dem Selbstbewusstsein einer Großbauerntochter in die Kamera. Ihr mühsam gezähmter Übermut und ihr Stolz sind beinahe greifbar. In den 20er Jahren trägt sie helle Kleider und gemusterte Blusen, deren Kragen allesamt mit Spitzen gesäumt sind. Nach einigen Fehlgeburten wirkt sie ernster und fülliger.
Als verheiratete Frau trägt sie zu besonderen Anlässen dunkle Kleider mit Baumwollstrümpfen oder elegante Kostüme mit Ledertaschen, Lederhandschuhe und Maßschuhe. Im Sommer versucht sie, ihre dünnen Haare mit Strohhüten zu verdecken und ihr strenges Gesicht ein wenig zu beschatten, wie sie mir einmal erzählte. Da war ich noch stolz, sagte sie, aber schon gealtert von der Arbeit, der Schinderei. Nach dem Lager glühen Großmutters Augen nach innen. Ihr Lächeln wirkt müde, erschöpft, nie wieder lebhaft. Ihre Körperhaltung hat im Vergleich zu früher die Sicherheit verloren. Die Strohhüte werden durch Kopftücher ersetzt, die sie exakt unter dem Kinn bindet, damit die Kopftuchzipfel steif von ihrem Hals wegragen. Auf ihre eleganten Kopftücher aus glänzender Viskose oder aus Seide bildet sie sich was ein. Sie hat stark abgenommen und trägt unter den Kostümen Wollwesten oder Gilets, weil ihr immer zu kalt ist. Auf den Hochzeitsfotos wirkt sie mit ihrem kantigen Gesicht und ihrer großen Nase wie ein Widerhaken in der fröhlichen Gesellschaft, wie ein Überbleibsel aus der Vergangenheit, das sich nicht in die Gegenwart fügen will. Ihre Gestalt erweckt den Anschein, als ob sie mehrmals aus dem Leben hinausgedrängt, dann aber doch zurückgeholt worden wäre, das Leben wieder aufgenommen hätte, wenn nicht aus Freude, so doch aus Ergebenheit, nicht aus tiefster Überzeugung, sondern aus Pflicht. Zu Hause trägt Großmutter ein Baumwollkopftuch im Nacken geknotet, abgetragene Kleider, Wollstrümpfe und gemusterte Schürzen, die nur an Sonn- und Feiertagen gegen schwarze Satinschürzen und elegantere Blusen ausgewechselt werden. Früher einmal glaubte sie, etwas darstellen zu müssen. Später bin ich mir wie durchgestrichen vorgekommen, sagt sie. Die Fotos zeigen auch Vaters Metamorphose vom Kind zum Jugendlichen, wie sich sein Gesicht nach Großmutters Verhaftung und nach dem Polizeiverhör veränderte, wie das Kindliche sich in etwas Hartes, Bitteres und Verstocktes zurückzog und verschwand, wie die Verwundung in Vater Platz genommen hat und ihn wie ein Fremdkörper besetzte. Einmal erzähle ich Tonchi von Großmutters Lagerheft und von meinem ratlosen Kreisen in der Familienvergangenheit. Er hört es gern und bringt mir einen Ordner mit der Bemerkung, er glaube, Großmutters Unterlagen seien bei mir gut aufgehoben. Unter alten Rechnungen und Briefen finde ich im Ordner Großmutters Schulzeugnis von 1914, in dem vermerkt wird, dass sie 256 entschuldigte Halbtage Unterricht versäumt hatte und 23 unentschuldigte Halbtage fehlte. Wie viele Tage ist sie überhaupt zur Schule gegangen? Ich finde das Erkenntnis des Landesgerichts Klagenfurt vom Dezember 1947 über die Rückstellung der im Deutschen Reich beschlagnahmten Liegenschaft an ihren rechtmäßigen Besitzer, an meinen Großvater Michael, darunter Großmutters Ravensbrücklöffel und ihre Wohnsitzbescheinigung, Certificate of Residence, ausgestellt an ihrem 41. Geburtstag, am 6. September 1945 nach ihrer Rückkehr aus dem Konzentrationslager. Weiters die Briefe ihrer Freundinnen aus dem Lager, Großmutters Ansuchen um Gewährung einer Opferrente aus dem Jahr 1950, den Bescheid der Kärntner Landesregierung, dass ihr Ansuchen auf Zuerkennung einer Opferrente von der Kärntner Kommission abgewiesen worden sei, da nach dem eingeholten amtsärztlichen Gutachten bei ihr eine Gesundheitsschädigung im vorgeschriebenen Maße nicht festgestellt werden konnte. Dann Großmutters Einspruch gegen diesen Bescheid von einem Schreibkundigen verfasst, die Aufzählung der Leiden, an denen sie infolge des Lageraufenthalts litte, nervöse Störungen, Atemnot, geschwollene, schmerzende Beine und Gelenke. Sie sei tagelang arbeitsunfähig, schwere Kopfschmerzen, heftige Krämpfe während der Menstruation. Von all dem habe sie schon dem diensthabenden Gendarmeriebeamten erzählt, der den Erhebungsbericht verfasst hatte, vermerkt sie. Und ich stelle mir die Situation vor, in der Großmutter einem Unbeteiligten des slowenischen unkundigen Gendarmeriebeamten ihre Leiden zu schildern hatte.
Die Antwort des Sozialministeriums aus Wien Ende Mai 1951, dass ihr eine Opferrente zuerkannt worden sei. Großmutters Nachfrage vom 6. Oktober 1951, gerichtet an das Amt der Kärntner Landesregierung, warum ihr die Opferrente nicht ausbezahlt werde. Ein Schreiben vom November 1953 an die Kärntner Landesregierung, warum ihr die zuerkannte Haftentschädigung nicht überwiesen worden sei. Die Antwort der Kärntner Landesregierung, dass der Bescheid über die Auszahlung der Haftentschädigung erst im Oktober 1953 rechtskräftig werde und dem Bundesministerium für soziale Verwaltung zur Auszahlung vorgelegt werde, dann, eine Seite später überraschend, auch der von Urgroßmutter aufgeschriebene Haussegen, der so mächtig ist, dass er Menschen vor Unwetter, Blitz und Donner, vor Hagel und Feuer, vor Verwünschungen, schlechter Nachrede und vor der Pest behüten könne, vor allem anderen jedoch nicht. Die Schutzbarrieren, die ich zwischen mir und meiner Familie aufzuschichten versuchte, brechen erneut ein. Einen Moment lang fürchte ich, vom Vergangenen gänzlich überrollt zu werden, mich unter seinem Gewicht zu verlieren. Dann beschließe ich, das Versprengte, Erinnerte und das Erzählte, das Anwesende und Abwesende in eine geschriebene Form zu bringen, mich aus dem Gedächtnis neu zu entwerfen, mir einen Körper zu erschreiben, der aus Luft und Anschauung, aus Düften und Gerüchen, aus Stimmen und Geräuschen, aus Vergangenem, Geträumten, aus Spuren zusammengesetzt werden könnte. Ich könnte das Unumkehrbare zurückholen und feststellen, dass es in veränderter Form zurückgekehrt ist, dass es sich und mich verwandelt hat. Ich könnte das Auseinandergefallene und Auseinandergestobene neu gliedern, um das darunter durchscheinen zu lassen. Ich könnte das Gewesene mit einem unsichtbaren Leib umschließen, der es versiegelt und bezwingt. Dankeschön.